Das klingt alles nicht wirklich toll. Welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Ja, da muss man unterscheiden zwischen akuter und chronischer Rehe. Mhm. Das Wichtigste ist immer, dass das Pferd Entzündungshemmer bekommt, um diesen Entzündungsprozess in der Huflederhaut zum Stillstand zu bringen oder zumindest einzudämmen, weil das ein Teufelskreis ist aus Schmerz und Entzündung jedes Mal und durch die Entzündung wird das Hufbein sich ja weiter rotiert und so weiter. Mhm. Das wird der Tier sicherlich sofort verabreichen. Dann haben wir ein Problem durch diese zerstörte Huflederhaut oder die Gefäße der Huflederhaut, ist der Blutzufluss unterbrochen. Das heißt, diese ganzen Toxine können sich weiterhin da gut sammeln in der Huflederhaut. Mhm. Die müssen wir natürlich da wieder rausbekommen. Da wird unter anderem versucht, mit durchblutungsfördernden Medikamenten zu arbeiten. Da kann man eben Heparin geben. Im ganz akuten Stadium gibt es eine eigentlich relativ alte Methode, die ich allerdings auch immer noch gern anwende. Da kann man nämlich einen Aderlass machen. Das heißt, man induziert eine Verdünnung des Blutes. Wichtig ist aber dabei, dass man eben nicht nur Blut rauslässt, dann hat man nur insgesamt eine Volumenverkleinerung, sondern muss natürlich die gleiche Menge an Kochsalz quasi wieder in das Pferd hineinlaufen lassen. Und dadurch ist das Blut ein wenig dünner. Wie gesagt, man muss sich das nicht vorstellen, als dass auf einmal keine Erythrozyten mehr im Blut vorhanden sind, sondern das Blut hat es vermutet mal etwas leichter, dann wieder in diese Endstrombahn in der Huflederhaut zu dringen und dadurch eben die Giftstoffe abzutransportieren. Wie gesagt, macht keinen Sinn 3 Tage nach Beginn des Reheschubes, aber sollte man das eben sofort machen, habe ich das Gefühl, den Pferden tut es zumindest gut. Und Kochsalzlösung ist ja nicht gefährlich. Aber das war noch nicht alles. Das ist ja nur das, was Ihr Tierarzt vor Ort sofort als erstes machen wird. Die Therapie der Rehe bezieht sich eben zum größten Teil auf 3 Pfeiler. Einmal die medikamentelle Therapie, also Entzündungshemmer geben, dann eben diese Durchblutungsförderer könnte man noch geben. Und dann gibt es noch 2 weitere Pfeiler. Zum einen ist der Tierhalter jetzt sehr stark gefordert, weil das Problem ist, meistens gibt es so eine Prädisposition für Rehpferde. Das sind meistens die etwas, wie soll man sagen, pummeligen Pferde. Das heißt, diese Pferde haben insgesamt zum einen schon sehr viel Gewicht, das halt mit jedem Gramm auf diese entzündete Huflederhaut wieder drückt. Und zum anderen ist diese Fettleibigkeit leider auch eine Disposition dafür, dass sie die Hufrehe eben bekommen. Mhm. Das heißt, die Pferdebesitzer, denen fällt es sehr schwer, ihren Pferden auf einmal nicht ihre Möhre und ihr Kraftfutter zu gönnen. Aber diese Pferde müssen leider radikal auf Diät gesetzt werden. Wichtig ist dabei, dass sie fast kohlenhydratlos gefüttert werden, weil ich ja vorhin erklärt habe, Kohlenhydrate sind in dem Fall leider Gift. Sie werden meistens mit Heu gefüttert, am besten aus dem 2. oder 3. Schnitt, weil sonst im frischen Heu, im jungen Heu sind ja auch wieder coole Kohlenhydrate und man kann das Futter wirklich radikal reduzieren. Mhm. Wichtig ist zu sehen, auch wenn man jetzt die ganzen Leckerchen gibt, Möhrchen, Äpfelchen, Bananchen, man vergisst das, da ist auch Zucker drin, das heißt Kohlenhydrate. Das heißt, diese Pferde müssen wirklich, auch wenn die eh schon leiden und dem Besitzer das Herz blutet, wirklich ganz strikt gefüttert werden. Mhm. Die müssen wahnsinnig viel runter von ihrem Gebiss. Man sagt, Hufrehpferde müssen kleine, magere Gestelle sein, damit die einfach mit jedem Gramm von ihrem Gewicht wieder von Hufen runterkommen. Dann haben wir natürlich das Problem, die Pferde stehen auf ihren Füßen und haben natürlich wahnsinnige Schmerzen. Man hat ja die Idee, Hufe sind ja wie kleine Betonblöcke. Das heißt, sie stehen mit ihrem Schmerz genau auf diesem harten Boden wieder. Das heißt, man muss die Pferde zunächst so entlasten, dass man sie auf weichen Boden stellt. Tiefer Sandboden ist super. Eine tief eingestreute Spänebox auch prima. Mhm. Man muss sich den Schmerz ungefähr so vorstellen, als wenn wir uns die Fingernägel zu kurz schneiden und wir stehen die ganze Zeit auf unserer entzündeten Nagelhaut sozusagen drauf und die Pferde können ja auch nicht sich ein Pflaster drumherum kleben. Das heißt, die müssen permanent, man sieht das auch, die bewegen sich immer von rechts nach links, versuchen dem Schmerz immer auszuweichen. Es gibt eine Idee, dass man den Pferden Hufverbände anlegt, dass sie erstmal wie auf so weichen Socken zumindest stehen, dass sie erstmal eine weiche Unterlage haben. In letzter Zeit haben wir viel diese Stirrup-Pads angebracht. Und zwar haben die Pferde den meisten Schmerz eben da, wo das Hufbein vorne kippt. Das heißt im vorderen Bereich des Hufes, da wo der kurz vor dem Strahl. Das heißt, wir stellen die Pferde mit den Trachten auf so weiche Styroporplatten, die man auch ganz gut festkleben kann. Und die Pferde haben dadurch erstmal so einen Turnschuh-Effekt. Das heißt, sie entspannen sich sofort, sie können einfach ein bisschen besser stehen. Diese Therapie an sich ist für sich nichts allein gesehen, sondern muss immer diese 3 Sachen dann zusammenfassen. Die Pferde scheinen damit sehr gut zurechtzukommen. Ja. Kann ich denn selber das Styropor kleben oder ist das eine Wissenschaft? Ist ein bisschen Übungssache, würde ich sagen. Mhm. Also man kann sich das gut einmal zeigen lassen, das kriegt man eigentlich hin. Ist auch nicht so eine ganz dramatische Sache, einfach ein bisschen Handarbeit. Das Problem ist nur, dass die Pferde eben auf ihren Füßen wahnsinnig schlecht stehen. Das heißt, nehmen sie einen Fuß hoch, ist die Zeitspanne, die sie den Fuß oben halten können, relativ gering. Das heißt, sie müssen ein bisschen schneller arbeiten. Okay. Aber Styropor ist geduldig und sie meistens nicht. Ist auch nicht so teuer,
das Styropor? Oder wie lange hält so ein Klötzchen dann? Das hängt natürlich einmal vom Gewicht ab. So ein kleiner Shetland-Pony, da ist natürlich das Styropor so ein bisschen haltbarer als beim großen Warmblut. Man nimmt auch verschiedene Styropor-Stärken dafür. Hängt auch ein bisschen ab, wie schwimmen die Rehe. Wenn die Pferde ganz schlimme Hufrehe haben, bleiben sie auf einem Platz stehen. Das heißt, die Styropets halten ewig. Mhm. Sobald die Pferde wieder mobiler werden, sind die Platten natürlich nicht auch für die Ewigkeit gedacht. Es gibt ja auch speziell Angebote von verschiedenen Herstellern, speziell für Rehpferde, die sind natürlich wahnsinnig teuer. Deshalb sind wir wieder zu übergegangen, aus dem Baumarkt einfach Styroporplatten aufzukaufen. Wie gesagt, ist ein bisschen Frickelarbeit, die man eben fertig kaufen kann, sind natürlich wesentlich komfortabler. Mhm. Aber wir sehen ja auch ein, dass es eh schon eine teure Angelegenheit ist, deshalb versucht man den Pferdebesitzer auch gerne entgegenzukommen. Wollen wir vielleicht gleich zum Hufbeschlag kommen? Ja. Das nächste Problem ist, sollten wir jetzt die akute Phase der Rehe überstanden haben, das heißt, ihr Pferd steht schon wieder halbwegs auf allen vier Beinen, sie können es zumindest im Schritt wieder bewegen, kommt immer die Frage des Hufbeschlages auf. Wichtig dabei ist, der Tierarzt und der Hufschmied müssen wirklich zusammenarbeiten. Die sind in dem Moment ein Team, der eine kann ohne den anderen nicht, weil es gibt den Rehebeschlag, den man propagiert, gibt es nämlich nicht. Jedes Pferd muss individuell angepasst werden. Was für eine Hufform hat es, für eine Hufstellung, wie weit ist das Hufbein in dem Fall rotiert und so weiter. Jedes Pferd möchte auch einen individuellen Beschlag haben. Es gibt Pferde, die laufen mit dem einen Beschlag prima. Wenn man einen Steg drunter macht, die nächsten Pferde laufen damit gar nicht. Also man muss da wirklich ein bisschen hin und her experimentieren. Wichtig für den Schmied ist, dass er aktuelle Röntgenbilder zur Verfügung hat. Das heißt, diese Rehe, wie ich eben erklärt habe, kann sich innerhalb von Stunden oder Tagen ändern. Das heißt, die Bilder sollten relativ zeitnah vor dem Beschlag gemacht werden. Der kann dann entsprechend der Veränderungen, haben die Schmiede auch häufig Übung, dann einen speziellen Beschlag anfertigen. Wichtig ist, dass der akute Rehschub auf jeden Fall abgeklungen ist, weil dieses Nageln, das ja auch bis kurz für die Huflederhaut ist, ist nochmal ein wahnsinniger Reiz für die Huflederhaut, sich wieder zu entzünden. Das heißt, wir könnten sofort wieder in diesen Teufelskreis einsteigen. Da denkt man sich, naja, dann machen wir es doch einfach, es gibt doch die sogenannten Klebeschuhe. Allerdings vergisst man da immer, dass der Kleber eine chemische Reaktion verursacht und dieser Kleber wahnsinnig heiß wird, wenn er jetzt aushärtet. Das ist wieder ein Entzündungsreiz für die Huflederhaut. Das heißt, man tendiert wieder zurück, nicht diese Hufschuhe eben zu kleben, sondern eben doch wieder zu nageln, weil der Reiz anscheinend geringer ist. Ich tendiere dazu, im Zeitraum des Hufschmieds, in dem der Hufschmied jetzt die Eisen anbringt, so in 3-4 Tage etwa danach noch wieder Entzündungshemmer zu geben, auch wenn das Pferd vorher schon relativ gut ging, weil einfach dieser Reiz, die Gefahr, dass dieser Reiz wieder einen Reheschub auslöst, ist wahnsinnig groß. Und die 3-4 Tage Entzündungshemmer machen das Pferd jetzt auch nicht mehr müder oder den Geldbeutel nicht mehr wirklich leerer einfach. Also wir haben es auf jeden Fall eher mit einer Dauertherapie zu tun. Mal mehr, mal weniger oder immer mal wieder. Ja, es gibt Rehepatienten, die haben nie wieder Hufrehe. Bloß wenn ein Pferd Rehe hat, also wenn es eine Disposition dafür gibt, dass eben gerade die Pferde zu lange auf dem Gras standen oder wie gesagt, das Futter gerade irgendwie kohlenhydratreicher war oder die jetzt gerade eben Stress haben, weil ein Bein verletzt ist, sind das die Pferde, die am ehesten wieder eine Hufrehe bekommen, weil diese Huflederhaut eben teilweise Vernarbung in sich trägt und das Hufbein teilweise auch auch nur mikroskopische Schäden davon trägt, die eben eher dazu führen, dass die Hufflederhaut gereizt wird. Der Spezialbeschlag muss nicht unbedingt von Dauer sein, die das Pferd dann bekommt. Man muss dann eben bis zeitweise versuchen, das Pferd wieder umzusetzen. Es kann aber wirklich Monate dauern, bis das Pferd wieder in normaler Arbeit einfach zu arbeiten ist. Und wie gesagt, wenn die Besitzer einmal diese wahnsinnige, aufregende Prozedur hinter sich haben, sie werden auch immer ganz fasziniert auf ihrem Pferd auf die Füße gucken, jeden Tag und ihre Pulsation messen, da bin ich mir ganz sicher. Nur der Vollständigkeit halber, gibt es eine Möglichkeit der Prophylaxe oder eigentlich nicht wirklich? Also wenn ich was sehe, ist es schon meistens zu spät. Ich tendiere dazu, alle Pferde, die eben dafür eine Prädisposition haben, wie eben diese kleinen, wie soll man sagen, etwas rundlichen Robustrassen, die versuche ich eben den Leuten zu erklären, dass die möglichst schlank gehalten werden müssen. Jetzt bekommen die Kunden natürlich tränende Augen, die schöne grüne Wiese und ihr Pferd möchte doch so gerne darüber tollen. Den Sommer über das Pferd auf dem Paddock einzusperren, ist ja auch gemein. In dem Fall finde ich diese Weidemaulkolbe keine schlechte Alternative. Es sieht zwar wahnsinnig gemein aus, wenn das Pferd mit einem Weidemaulkolb über die Weide läuft, aber es ist immerhin in seiner Herde und es ist ja auch in der Lage, Gras zu fressen. Aber natürlich nicht mehr in dem Umfang, wie es sonst möglich wäre. Es braucht, um eben 3 Halme Gras zu fressen, muss es sich eben schon ein bisschen anstrengen. Ich finde, das ist eine gute Alternative dazu, die Pferde eben gar nicht rauszustellen. Und wie gesagt, wer einmal diesen Leidensdruck miterlebt, den die Pferde wirklich haben, wird sich mit dem Weidemaulkorb sicherlich anfreunden können. Das ist ein guter Tipp. Ganz herzlichen Dank. Gerne geschehen.